Mach mal Spielfazit. 2-2 in Leverkusen ist ein Ergebnis, was du grundsätzlich von Beginn an ja nimmst. Also Punkt Leverkusen ist ja top. Ich werde es hier wie immer versuchen, mich hier sehr ruhig zu verhalten, sag ich mal, oder so. Das ist alles sehr sachlich zu sehen, wie es sich für mich zumindest in so einem Spielfazit so ein bisschen gehört, sag ich mal. Wie es hoffentlich auch für mich gewohnt seid. Ich hoffe, ihr habt da keinen schlechten Ruf, was Spielfazit angeht. Aber ja, erste Halbzeit war, da konntest du auch ein gutes Fazit ziehen. Top-Chance Gerasi, Top-Chance Schick, sonst ausgeglichen auf hohem Niveau. Wirklich Ballsicherheit, Passsicherheit, aber nichts Besonderes so, kein Feuerwerk oder sowas. Eine ruhige Halbzeit, verdient 0-0. Na, und dann zweite Halbzeit wurde halt, also mit dem 1-0 wurde die Büchse geöffnet, mit dem 1-0 von Führig, was auch bockstark war. Leveling geht da rechts durch, den hält Radetzky schon stark an Pfosten und Führig damit auch wirklich, ist kein einfacher Abschluss, macht den rein 1-0. Wieder Führig, wieder Leverkusen, das gefällt ihm wohl. Dann geht's los. Dann geht es ein bisschen hoch und runter. Wie gesagt, gerade die zweite Halbzeit ging ein bisschen hoch und runter. Dann, ja, 2-0 auch noch, direkt ein Undaff. Da war natürlich auch einfach so ein schöner Effekt mit drin, dass halt gegen Andrich war. Natürlich kam der jetzt auch noch wieder 90 plus, natürlich, ist ja klar. Also Andrich und VfB bleibt so eine Geschichte, ne? Also nochmal der Recap: im Pokal darfst ihn schon gerne mit Gelb-Rot vom Blatt stellen. Den guten Herrn Andrich ist er nicht, macht noch ein Tor gegen uns und so. Also das ist eine Vorgeschichte mit Andrich. Und gegen den setzt sich dann Undaff bockstark durch, Körper rein. Schiri pfeift es ausnahmsweise mal nicht ab. Der hat hier und da schon ein bisschen kleinlich gepfiffen, fand ich. Und dann, ja, eiskalter Abschluss, lange Ecke, 2-0, zack. Sehr, sehr geile Nummer für 2-0 Leverkusen. Weiß genau, 2-0 ist ein ekliges Ergebnis. Ist das gefährlichste Ergebnis, wie man so schön sagt, der Klassikerspruch. Leverkusen kommt recht schnell zum 2-1 mit Adli, der auch schon gegen uns getroffen hat. Also Leverkusen, VfB sind immer so ein bisschen die gleichen Akteure, habe ich so das Gefühl. In jetzt ja drei Spielen, die wir jetzt hatten. Und dann, ja, ist ein Hoch und Runter. Da ist es ein komplettes Hoch und Runter. Leverkusen eine Zeit lang echt am Drücker. Kann es 2-2 machen. Wir aber auch große Chancen. Gerasi hat ein paar Dinger liegen lassen, die er sonst vielleicht nicht liegen lässt. Mir fällt natürlich auch nicht alles ein. Das ist aus den Emotionen hier kurz nach dem Spielende, ist ja auch ganz klar. Aber auch da ein paar Chancen dabei gewesen. Auf beiden Seiten. Ich könnte jetzt auch, blicke jetzt auch gar nicht auf Statistiken, aber ich könnte jetzt auch nicht direkt sagen, wer genau quasi jetzt die mehr Chancen hatte, wer weniger Chancen hatte. Leverkusen war vorm 2-2, wir waren aber auch mal vorm 3-1. War recht ausgeglichen in Sachen viele Chancen einfach. Beide Teams viele Chancen gehabt. Ja, und dann, ich hatte eigentlich wirklich ein gutes Bauchgefühl. Du weißt ja genau, was mit Leverkusen passiert. Hier schreibt es einer rein, natürlich Nübel. Paar Dinger nochmal Weltklasse rausgehext, wirklich unfassbar wichtig, den Tor zu haben, auch die nächste Saison und hoffentlich die nächsten zwei Saisons auch noch. Radetzky einen von Gerasi rausgehext, einfach wirklich sehr, sehr viele Chancen, mal kleiner, mal größer, und dann, ja, kriegst du eine Nachspielzeit mit 5 Minuten oben drauf getrümmert, die ich jetzt im Spiel gar nicht groß irgendwie, ja, mir überlegt habe, ob das stimmt, ob die okay ist, die 5 Minuten, könnte ich auch jetzt gerade aus der Emotion raus nicht sagen, aber waren halt 5 Minuten. Und dann, ja, wieder Stenzel war auch eher ein bisschen selber schuld dran da an diesem Foul und ein bisschen doof, dass er es da macht. Will gar nicht auf ihm rumhacken, aber er hat eben das Foul getätigt. Wenn der den Ball ins Ausschlägt, dann ist wahrscheinlich Abpfiff und vorbei. So bekommt Leverkusen noch letzte Aktion. Zeit war eigentlich schon quasi abgelaufen. Also wirklich letzte Aktion. Fergie-Time in Leverkusen-Style, wie die gesamte Saison schon. Wir sehen die Wiederholung gerade nochmal, perfektes Timing. Fliegt die Flanke da rein. Ja, ich meine, boah, also, wenn ich es hier noch, Bruder, wenn ich es hier nochmal sehe, also, es tut mir wirklich leid. Also, das ist natürlich jetzt auch hier wieder aus der Emotion raus, eigentlich ein bisschen sachlicher bleiben im Spielfazit. Aber jetzt, wo gerade hier die Slow-Mos nochmal kommen, da hättest du schon mal drauf gucken können. Da hättest du schon echt nochmal drauf gucken können. Das Ding fliegt da rein, dann ist es einmal ein Boniface, der hier roh wegschuckt. Ich meine, klar, gut, kommt drauf an, welche Linie er fährt. Er hat mal solche Dinger schon gepfiffen im Spiel. Er hat solche Kleinigkeiten mal nicht gepfiffen im Spiel. Deswegen weiß er halt nicht, ob es da pfeifen könnte oder nicht. Dazu geht der Leverkusen halt den Ball an den Arm. Wie gesagt, auch hier ganz klar, das ist keine Armszene, wo ich eigentlich einen Foul haben möchte oder was abgepfiffen haben möchte. Ne? Weil er kriegt ihn hier an den Arm, ist am Körper, quasi entscheidet nichts der Arm, doof gesagt. Oder nichts anderes, als es eine Brust entscheiden würde. Aber wurde sicher auch schon mal abgepfiffen, so ein Scheiß. Aber wie gesagt, da wollte ich eigentlich gar nicht so tief drauf eingehen, nur jetzt kam gerade die perfekte Wiederholung. Leverkusen tut halt Leverkusen-Dinge. Man kann sicher auch irgendwie sich so hinreden, dass das hier ein verdientes 2-2 ist. Ich finde, wie gesagt, es hatten wirklich alle ihre Chancen auf ein 3-1, Chancen auf ein 2-2. Es war so ein offener Schlagabtausch.
da kannst du jetzt weder sagen, dass es verdient gewesen wäre, dass der VfB gewinnt, noch kannst du sagen, dass es verdient war, dass er noch zum Ausgleich kam in 90 plus 5 Minuten Nachspielzeit, Tor fällt 90 plus 6, 90 plus 7, auch wieder komplett frech einfach. Aber das ist leider so, da muss es leider so annehmen, das ist Leverkusen. Das ist halt wirklich Leverkusen. Ich habe es ja auch hier hingeschrieben, das Tor hier hat keinen Antrich gemacht, das Tor wieder schwarze Magie. Dieses Tor des 2-2 in 90 plus 400, in 90 plus so lang, bis Leverkusen trifft, in 90 plus Fergie-Time auf Leverkusen, auf Bayer 04-Style, das war schwarze Magie. Das war wieder kein normales Tor, schwarze Magie, wie das Ding da wieder reinfällt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Saison. Ich bin sehr gespannt drauf, weil was da an 90-Plus-Szenen dabei ist, an strittigen Szenen dabei ist und so weiter und so fort, was die hier an 90-Plus-Aktionen alleine drin haben, so viel, klar, sie erspielen sich das auch oft, ne? Sie erspielen sich das auch oft. Das will ich gar nicht wegreden. Leverkusen steht verdient da, wo sie stehen, alles in Ordnung. Aber irgendwann ist das einfach Spielglück. Nichts anderes. Spielglück, weil du oben stehst. Und die sammeln hier Spielglück für 10 Saisons. Ich bin sehr gespannt, ob die nächsten Saisons laufen, weil so eine Saison kannst du nicht nochmal spielen, mit so einer Art von Spielglück, Spielverläufen. 90 plus gefühlt schon 15 Mal. Das ist unglaublich. Es kotzt an. Das Einzige, was mich ein bisschen runterbringt, ist eben, dass es jetzt ja tabellarisch nicht wehtut, weißt du, wenn es irgendwie, oder nicht groß wehtut, wenn es hier in Leverkusen das 2-1 gebraucht hättest, um in der Liga zu bleiben, oder Punkte für den Abstiegskampf brauchst, nee, es wäre halt absolut geil gewesen, wenn du hier gewinnst, absolut geil gewesen, dieses ungeschlagen Ding von Leverkusen endlich wegzunehmen, weil ich glaube, das geht auch Fußball Deutschland ziemlich auf die Eier, und oder denen es noch nicht auf die Eier geht, denen wird es auf die Eier gehen, weil wenn dieses Ding wirklich ungeschlagen durchlaufen, diese 34 Spieltage, dann ist das wie Arsenal in der Premier League, das hörst du die nächsten 400 Jahre am Stück. Deswegen bitte schlag irgendwer Leverkusen, egal wer, schlag ihn auch bitte einmal. Wir waren extrem nah dran, und das ist, glaube ich, auch das, was mich am meisten frustet heute, am meisten stört heute oder mir am meisten wehtut. Klaas 2-2 kotzt an, Bauchgefühl war echt da von wegen, boah, nee, heute fällt's nicht mehr. Ecke rein, hier noch da, Nachspielzeit plus 5, ich dachte echt, heute fällt's nicht mehr. Es ist halt leider noch gefallen. Was mir vor allem wehtut aus VfB-Sicht ist eben, die Jungs haben das nicht verdient. Die Jungs haben das nicht verdient. Weil es ist ja nicht so, als hätten wir Hinrunde 0-4 verloren, Pokal 8-0 Watschen bekommen. Nee, wir waren dreimal sowas von bodenlos nah dran. Wir waren dreimal so gestört nah dran, wirklich. Und das tut mir so leid für die Jungs. Das tut so weh. Die Jungs haben das nicht verdient. Du musst eins aus diesen drei Spielen musst du im VfB geben. Dass Leverkusen da dreimal rausläuft, gut, zweimal unentschieden, klar, ne? Aber es fühlt sich an wie eine Niederlage. Das ist einfach hart. Pokal war schon unsagbar hart, muss in die Verlängerung gehen eigentlich. In der Hinrunde musst du in der ersten Halbzeit schon dein Thema eigentlich ein bisschen, ja, schon mal noch ein Tor mehr machen, zwei Tore mehr machen, wie auch immer. Dann war es auch verdient am Ende des Tages. Auch heute wieder, also, die haben das nicht verdient. Die Jungs haben es mit den Leistungen, sie waren so nah dran wie kein anderer in der Bundesliga an Leverkusen, an einem Sieg gegen Leverkusen. Das Ganze dreimal gegen das beste Team in Deutschland, das beste Team in Europa, vielleicht sogar gerade immer noch ungeschlagen und so weiter, schwarze Magie. Und dann kriegst du nochmal so ein Ding. Dann kriegst du nochmal so ein Ding in 90 plus. Das tut so weh, und das haben die Jungs nicht verdient. Das finde ich mit das Schlimmste heute, das haben die Jungs nicht verdient. Die müssen eins davon gewinnen. Die müssen eines von diesen Spielen, müssen die drei Punkte bekommen. Der geile Nebeneffekt wäre gewesen, dass du Leverkusen endlich diese ungeschlagene Serie wegnimmst. Das wäre noch schön gewesen. Ist halt nicht so. Ist halt wirklich Leverkusen, also schwarze Magie. Du kannst dagegen gar nichts sagen. Das ist keine Chance einfach. Klar, Dortmund war auch nah dran mit dem 1-0. Dafür haben die halt in Summe, die haben sie in der Hinrunde nur zum 0-0 gebunkert in Leverkusen. Also in Summe sind wir die Mannschaft, die am nächsten dran war. Es tut sehr weh, aber die Jungs haben hier ein Spiel abgeliefert. Das war wieder Werbung für den deutschen Fußball. Das ist auch ganz klar so. Das war Werbung für den deutschen Fußball. Es war ein Wahnsinns-Fußballspiel, vor allem in Halbzeit 2, muss man auch dazu sagen. Vor allem in Halbzeit 2, bockstarke Leistungen. Ein Führich, ein Ito, ein Nübel, was weiß ich, alle da vorne, oder alle auf dem Platz. Bockstarke Leistung gezeigt, eben nach Bremen auch eine Reaktion gezeigt, die mir auch klar war. Ne, ich habe auf 2-1 getippt, wäre fast so gekommen. War klar, dass die ein besseres Spiel abliefern. Und wenn die mit dem Elan rangehen, gegen die Bayern, in einem Heimspiel nächste Woche, da wird's brennen. Da wird's brennen gegen die Bayern. Dann möchte ich da den Sieg sehen. Das wäre so dermaßen geil. Es tut einfach weh heute. Wieder 90 plus, was weiß ich nicht was. Wurde auch jetzt wirklich ein ziemlich ausführliches Spielfazit vielleicht zu den letzten Wochen, aber ja, viel,
viel Emotionen, die da durchschießen, viel Gedanken, die da durchschießen. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles mit dabei. Tut weh, tut mir vor allem für die Jungs weh. Aber was am Ende vor allem hängen bleiben sollte oder hängen bleiben muss, das geht auch jetzt noch nicht. Das geht noch nicht um 20.52 Uhr. Das geht noch nicht, das braucht ein bisschen. Aber das ist der Stolz. Das ist der Stolz auf diese Mannschaft, was die für eine Saison spielen. Wie gesagt, jetzt haben wir es halt noch nicht sicher. Natürlich auch schon der Effekt, wenn du jetzt gegen Bayern punktest, hast du die Champions League sicher. Kannst du gegen die Bayern Champions League sicher machen, ist auch geil. Wenn du heute jetzt wieder auf 66 Punkte stehst mit dem Sieg, dann hast du so viele Punkte geholt wie die letzten beiden Saisons zusammen. Du spielst quasi garantiert Champions League. Der Stolz muss überwiegen. Es tut gerade weh, es tut weh. Vor allem eben auch wegen diesem, weil es langsam nervt, dieses 90 plus und ungeschlagen und hier und da. Und wir wären es gewesen und die Jungs haben es nicht verdient. Wir haben genug angesprochen schon. Aber der Stolz muss überwiegen. Der Stolz muss überwiegen auf diese Mannschaft, diese Saison. Die Jungs zocken Champions League. Ja, ich glaube, damit können wir das Ding zumachen. Eure Meinung in die Kommentare. Was ein Samstagabend, nächste Woche Bayern. Bin wieder heiß wie Frittenfett auf das Spiel. Schauen wir weiter. Euer Fazit, eure Meinung, Gefühle in die Kommentare. Ab dafür.